Anna, die Schule und der liebe Gott, der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern, ist der neue Bestseller, Platz 8. Und was Sie da fordern, Herr Precht, ist, ja, reißt die Schule nieder, mehr oder weniger. Kann man das so sagen? Ja, also gedanklich. Jetzt verkürzt, gedanklich. Nicht jetzt. Also was ich fordere, ist einfach zu sagen, stellen wir uns einfach mal vor, wir würden untereinander darüber nachdenken, was machen wir am besten mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren und es gäbe keine Schule. Mhm. Also wir müssten jetzt eine Schule erfinden, ob wir das Schule nennen oder anders. Und dann würden wir unsere Gedanken einbringen, dann würden wir sagen, was ist wichtig, wie müsste man das machen. Dann würden wir uns vielleicht noch Hilfe holen. Da würden wir Entwicklungspsychologen fragen, Kinderpsychologen, Lerntheoretiker. So, und dann würden wir gemeinsam von der Wurzel an sagen, wie geht Lernen, wie ist es mit der Psyche von Kindern bestellt, wann lernt man gerne, unter welchen Bedingungen. Und dann würden wir etwas erschaffen. Das hätte mit 95% der heutigen Schulen vermutlich nichts mehr zu tun. Das müssen wir uns klar sein. Die spannende Frage ist, wie kommen wir dann aber dahin? Und das Wichtige ist, dass wir in der Bildungsdiskussion in den letzten 10 Jahren uns ganz selten die Frage gestellt haben, wie sollen denn Schulen mal in 10 Jahren aussehen? Was wäre denn eine tolle Schule, wo wir hinwollen? Mhm. Sondern wir führen seit langer Zeit eine Diskussion von Gründen, warum das eine nicht geht, gegen Gründe, warum das andere nicht geht. Das heißt, die Schuldiskussion ist völlig festgefahren. Es wird rumgedoktert. Gemacht. Ja. Ne? Mhm. Wir haben es in vielen Bundesländern haben wir das 13. Schuljahr abgeschafft. Wir haben unsere wunderbaren Studiengänge begradigt wie die Flüsse. Ja, in Bachelor- und Masterstudium. Das ist das Gegenteil von dem, was Studieren heißt. Wir haben lauter Katastrophen. Es ist wahr, ja. Wir nehmen unseren Kindern die Kindheit. Auch das tun wir. Ja. Wir ganz stark. Wir nehmen unseren Kindern die Kindheit. Ja. Wir behandeln sie wie kleine Erwachsene. Richtig. Wir trichtern eine unglaubliche Menge Stoff auf kürzester Strecke in sie hinein und nennen das dann anschließend ein hohes Bildungsniveau. Wobei jeder Experte sagen würde, wenn sie wirklich Bildung bekommen wollen, dann brauchen sie Muße. Wenn Sie Bildung haben wollen, müssen Sie in Ruhe frei kombinieren können. Wenn Sie Bildung erwerben wollen, dürfen Sie nicht im permanenten Stress sein. Das heißt, wir wissen, alles das, was wir machen, führt zu einem vergleichsweise schlechten Bildungsniveau. Wir glauben, ein hohes Bildungsniveau wäre, wenn wir besonders dicke Lehrpläne schreiben. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja ganz interessant. All die Leute, die hier sitzen, auch Frau Künast hat schon ganz andere Dinge in ihrem Leben gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich auch diese Dinge waren es, die dazu geführt haben, dass sie heute die sind, die sie sind. Eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und jemand, der sich traut, auch zu argumentieren und auch für seine Überzeugung zu streiten. Christian Rach, Katharina Jakob, Tobias Schlegel. Sie weisen darauf hin und sagen, da gibt es etwas, das wir nicht bedenken. Wir kommen aus einer Zeit, in der sozusagen die Anforderungen ganz andere waren. Dieses Schulsystem ist nämlich irgendwann mal im preußischen System erfunden worden und hatte ganz andere Anforderungen. Welche? Ja, also das Schulsystem, wie wir das heute kennen, in den wichtigsten Strukturen, stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Manche sind wie 6-Ziffern-Zensuren erst Erfindung des 20. Jahrhunderts, aber dieser Geist war vorher schon angelegt. Schulen wurden gebaut wie Kasernen. Das heißt, es war militärisch und verwaltungstechnisch durchorganisierte Einheiten. Und das Ziel war, der brave Staatsbürger, der nicht aufmuckt und der fachkompetent ist, um bestimmte Dinge nach Vorschrift zu erledigen. So haben die allermeisten Leute gearbeitet, sei es als Fabrikarbeiter oder irgendwo anders angestellt, als Beamter. Ja. Treuer Staatsbeamter, ne, der keine kritischen Fragen stellt und dergleichen. In der gleichen Zeit entstand die Reformpädagogik, Maria Montessori und dergleichen, die gesagt haben, das ist nicht kindgerecht. Die konnten sich flächendeckend gar nicht durchsetzen, weil der preußische Staat wollte keine Montessori-Kinder. Die konnte der ja gar nicht gebrauchen. Und als das Ganze wieder losging, die nächste große Bildungsdiskussion kam, in den 60er Jahren, da hat man manches von dem alten Preußischen über Bord geworfen. Die Lehrer durften nicht mehr schlagen, haben sie zu meiner Schulzeit gelegentlich noch gemacht. Mhm. Ja, wir haben den Phänotyp, also das Erscheinungsbild der Schulen, haben wir verändert. Wir haben deutlich nettere Lehrer als vorher und so. Da hat sich einiges getan. Mhm. Aber die Grundstrukturen, die noch auf das Trainieren von preußischen Untertanen aus sind, oder wie man heute sagen kann, man wird heute zur Chefsekretärin ausgebildet. Die kriegt ein Dossier hin und das muss sie ordentlich bearbeiten. Und wenn sie das gut gemacht hat, dann kriegt sie eine 1 dafür. Heute leben wir in einer Gesellschaft, in der vermutlich 60-70% aller Berufe, die diese Kinder mal ergreifen, noch gar nicht erfunden sind. Wir erleben in Deutschland eine Explosion des quartären Sektors. Das sind die hochanspruchsvollen Dienstleistungsaufgaben, die hochanspruchsvollen. Zum Beispiel einen Flughafen zu managen und dergleichen Dinge mehr. Ja, Softwareerfindungen zu machen. Scout für Sinndefizit zu sein. Parteiprogramme zu schreiben. Ja, Spin-Doktor zu werden oder was auch immer. Das alles können Sie relativ schlecht auf der Grundlage der bisherigen Ausbildung, die wir haben. Das heißt, heute sind genau diese kreativen Menschen
Genau das, was wir brauchen als ein Land, das so gut wie keine Rohstoffe mehr hat und genau darauf angewiesen ist. Aber wir bilden immer noch aus, als müssten wir preußische Untertanen hervorbringen. Aber wir brauchen ja auch weiterhin Menschen, die Pflegedienste betreiben, Menschen, die Krankenpfleger beispielsweise werden wollen, die Fabrikarbeiter werden wollen. Alle diese Menschen brauchen wir ja auch. Aber es schadet überhaupt nichts. Aber man muss ja nicht Preuße sein, um Krankenpfleger zu sein. Es schadet überhaupt nichts, wenn ein Krankenpfleger eine starke kreative Persönlichkeit. Ja. Ich will nur darauf hinaus, man braucht ein hohes Maß an Disziplin, um einen solchen Beruf zu machen. Und deswegen habe ich auch so einen großen Respekt davor. Was Sie sich auch angesehen haben, das fand ich hochinteressant, weil ja immer dieses Vorurteil da ist, die Kinder heute wissen irgendwie nichts mehr. Wir sind alle gefühlt formal deutlich gebildeter als die Kinder heute. Sie haben sich mal die Lehrpläne von NRW zum Beispiel angesehen und stellen die These auf, dass 90% der Erwachsenen, so wie wir hier sitzen, wahrscheinlich komplett durch so eine Prüfung rasseln würden, wenn wir das mal abfragen würden. Ja, also allein der Mittelstufenstoff. Also erstmal sind die Lehrpläne so formuliert, wenn Sie das alles drauf hätten, dann wären Sie ein Humboldt oder ein Leibniz. Ja. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der mir je begegnet ist, der das, was in Nordrhein-Westfalen, das gilt für andere Bundesländer genauso, die eigentlichen Standards sein soll, was man können soll. Das heißt, wenn die Latte liegt hier oben irgendwo. Also nicht mal jemand, der mit 1,0 Abschluss macht, kann diese Latte erfüllen. Also das ist völliger Irrwitz. Und das Zweite ist, dass von dem ganzen Stoff, den Sie für Klausuren lernen, für Tests, den Sie in der 6. Stunde haben Sie Physik. Ja, in der 7. kommt dann am Ende noch irgendwie Sozialkunde dazu. In der 4. haben Sie Englisch gehabt, in der 3. haben Sie Deutsch gehabt. Da sind Sie immer hin und her geswitcht. Dann sind Sie gar nicht richtig im Thema drin. Am besten noch in der Pubertät, wo Sie sowieso was anderes im Kopf haben. Da müssen Sie sich eben zusammenreißen, um einen Test zu schreiben. Und danach dürfen Sie das sofort wieder vergessen, machen den nächsten Test. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, Mittelstufenschulstoff. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, 5. Schuljahr Schulstoff, man fragt, zu welcher Wortgruppe gehört das Wort manche? Grammatisch bestimmt. Ich weiß es nicht. Das wissen 87% aller Germanistikstudenten nicht. Damit werden aber Kinder im 5. Schuljahr traktiert. Wichtiges Wissen. Ja, ist wohin gehört es denn hin? Wohin gehört es denn hin? Das war Talk. Es ist ein Pronomen. Ja. Es steht anstelle eines Nomens. Manche gehen in die Stadt, da könnte auch stehen, Renate Künast geht in die Stadt. Genau. Okay. Ein Pronomen. Ein Platzhalter sozusagen. Ja. Muss man nicht wissen. Das muss man nicht wissen. Weil es einem im Leben ja auch nicht weiterhilft. Wir werden es nie vergessen. Das stimmt. Nach dem heutigen Abend Pronomen haben wir uns jetzt gemerkt. Ja, was ich nur kurz sagen will: Mein Enkel ist 8 Jahre alt, oder der wird jetzt 8. Der geht jetzt in Kanada in die Schule. Der hat einen völlig anderen Plan. Also der ist ein lustiges, fröhliches Kind. Die machen das da völlig anders, Die gehen so auf die Kinder ein. Das ist fantastisch. Aber wenn ich hier die Kinder sehe, ab und zu bringe ich mal so von Freundinnen die Kinder zur Schule. Ich kann ja diesen Schulranzen gar nicht mehr heben. Die haben ja alle Rückenschäden. Ja. Das ist ja unglaublich, was da passiert. Ja, das ist wahr. Wobei man da zur Verteidigung sagen muss, ich habe da auch schon Pausenbrote entdeckt, die schon sehr alt waren. Die wiegen nicht so viel. Und die dann auch mal durchaus hätten rausgenommen werden können. Also, aber Sie haben recht. Wir verwechseln Quantität und Qualität. Und diejenigen, die sagen, wenn wir eine anspruchsvolle Schule machen, dann gucken wir immer, wie viel Quantität an Wissen wird da abgefragt. Und das hat mit Qualität nicht viel zu tun. Es gibt ein altes Zitat von Rabelais, der gesagt hat, Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt werden, sondern wie Leuchten entzündet. Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. So, aber jetzt mal von diesen schönen Bildern jetzt mal weg. Wie machen wir es denn jetzt konkret? Also Sie fordern nichts weniger als Zensuren abschaffen? Ja, also Sie fragen verkehrt rum. Okay. Abschaffen ist gar nicht mein Punkt. Also mir geht es jetzt nicht darum, das Gymnasium zu bekämpfen oder die Zensuren oder das Sitzenbleiben, sondern das Modell sieht so aus, dass diese Mittel nicht mehr nötig sein werden. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Fächer, Mathematik ist ein Fach, das kann man in der Klasse ab einem bestimmten Alter nicht mehr sinnvoll unterrichten. Mhm. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung und das wissen vor allen Dingen Mathematiklehrer. Wenn Sie jetzt im 9. oder 10. Schuljahr Mathematik unterrichten wollen, dann haben Sie ein paar da sitzen, die sind eigentlich besser als der Lehrer schon fast. Die sind fies. Dann haben Sie im unteren Drittel haben Sie welche, die verstehen überhaupt ganz und gar nichts mehr. Ja, das bin ich. Ja? Und dann haben Sie... Schließe mich an. Ja, und in der Mitte diejenigen, die mit Hängen und Würgen und Abschreiben und so und auf den letzten Drücker und 4 sich irgendwie durchlavieren. Mhm. Und jetzt haben wir einen Lehrer, der muss für diese Kinder eine Unterrichtsstunde gestalten. Das ist überhaupt nicht möglich. Das heißt, der kann die Begabten nicht fördern
Und der kann denjenigen, die nicht mitkommen, nicht helfen. Ja. Und in der Situation fragt man sich, wieso unterrichte ich Mathe in der Klasse? Ich meine, über Mathe muss man nicht lange diskutieren. Und die Fragen, die die nicht so Begabten in Mathe stellen, die langweilen ja die anderen zu Tode und umgekehrt auch. Das heißt, man hat gar nichts davon, dass man das mit anderen lernt. Mathe kann man am besten alleine lernen. Es gibt heute hochintelligente Softwareprogramme. Wenn Sie die am Computer machen, das ist wie ein Computerspiel, die machen richtig Spaß. Da können Sie Ihre Wege und Ihre Pfade da machen. Und der Lehrer kommt zu Ihnen, wenn Sie was nicht verstehen. Der setzt sich als Lernbegleiter neben Sie, ne, und sagt, schau mal, Marlon, was ist denn los hier? Ist doch eigentlich nicht schwer. Marlon, auch ein schöner Name. Ja, und hilft Ihnen in der direkten Auseinandersetzung, das quasi mit Ihnen wie ein Nachhilfelehrer, das zu schaffen. Aber das heißt, Sie vertrauen dem jungen Mann dann oder dem jungen Marlon dann an, dass der das eigenständig macht und nicht währenddessen auf die Idee kommt, dieses andere, auch total spannende Computerspiel zu spielen. Mhm. Also diese anderen total spannenden Computerspiele laufen auf diesen Schulcomputern nicht. Okay. Außerdem gibt es nicht nur einen Lehrer, der rein umgeht, sondern es gibt, wenn Sie jetzt einen großen Raum haben, wo die Computer stehen und wo dann jeder seinen Bereich hat, wo er dann sein Matheprogramm macht oder sein Physikprogramm, gibt es eine Handvoll Lehrer. Aber wo definiert man den Schnitt? Wo sagt man, das ist genug? Ist es das 1x1? Ist es Prozentrechnen? Mhm. Oder wo hört man auf, wo wir sagen, das ist die Grundlage für alle? Mhm. Also, weil ich möchte ja keinen haben, der in ein Geschäft geht und nicht mehr weiß, dass er überhaupt, wie er die Zahlen lesen kann oder wie er 5 Produkte im Kopf hat. Sie können ja auf diese Art und Weise sehr viel schneller, sehr viel effektiver lernen. Und die Standards werden nicht sinken gegenüber dem, was heute im 10. Schuljahr abverlangt wird. Aber ich würde die Gewichtung anders setzen. Also ich glaube, dass nicht jeder Algebra können muss, der das 10. Schuljahr gemacht hat. Das wäre zum Beispiel, das in der Hauptschule machen sie das ja auch nicht. Und ich würde auch sagen, das muss überhaupt nicht jeder können. Und das sind auch Aufgaben, wenn wir die herausholen wollen. Da wäre ich auch gespannt, Sie werden das können. Aber ich bin auch nicht mehr sicher, ob die anderen das können. Aber andere Sachen. Wahrscheinlichkeitsrechnung, glaube ich, ist etwas, das man neben dem Beherrschen der Grundrechenarten schriftlich und so weiter können sollte. Abschätzen, ja, Sachverhalte abzuschätzen, abstraktes Denken dafür zu schulen. Sicherlich Grundkenntnisse in Geometrie und ganz wichtig, Zinsrechnung. Das ist etwas, da werden Sie in Ihrem Leben ewig mit zu tun haben. Also es gibt eine ganze Reihe von praktischen Dingen, die Sie dafür tun. Ist richtig. Ist richtig, aber letzte Frage in dem Zusammenhang, Herr Precht. Also, das heißt, wir verabschieden uns auch von der Idee dieser ganz formalen Zensuren, dieser numerischen Zensuren. Die brauchen Sie ja nicht mehr. Also Sie sagen, Sie müssen dieses Niveau, das Mindestniveau müssen Sie an Ihrem Computer erreicht haben. So, jetzt die andere Frage in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt vor diesem Rechner sitze oder diese jungen Menschen vor diesem Rechner sitzen, hätte ich Angst, dass sie zum Beispiel so wichtige Dinge wie Sozialverhalten, miteinander umgehen, auch mal diszipliniert irgendwo sitzen, absolut, sich mal auf was konzentrieren, dass das komplett unter den Tisch fällt. Deswegen haben wir es hier. Nicht Angst. Sie brauchen diese Angst überhaupt nicht haben, weil wir haben hier nur von Mathe geredet, von Physik und vielleicht Latein, was Sie so lernen. Alles andere lernen Sie nicht am Computer. Da gibt es vielleicht, Sie können in Geschichte, wenn Sie Lust haben, können sich da ein Programm runterladen. Aber das ist nicht der Punkt. Alles andere lernen Sie nicht mehr in Fächern. Fächer gibt es ja nicht. Es gibt ja in der echten Welt gibt es keine Fächer. Es gibt keine Trennung zwischen Biologie und Chemie in der wirklichen Welt. Wenn Sie den Klimawandel erklären wollen, dann haben Sie es mit dem Erdkundelehrer zu tun, mit dem Sozialkundelehrer, der Ihnen was über die Klimakriege in der Darfur-Region erzählt. Mhm. Sie haben den Physiklehrer mit im Boot. Und so sieht ja die wahre Welt des Wissens in der normalen Politik. Welt aus. Absolut, ja. Das heißt, Sie bekommen Politik, dann ein Projekt angeboten, aus dem Sie dann auswählen können. Und dann machen Sie Klimawandel. Und das machen Sie nicht alleine am Computer. Das machen Sie mit anderen, die Klimawandel mit Ihnen gemeinsam haben, in einem Projekt. Und jetzt haben Sie einen großen Vorteil. Wenn Sie jetzt eine physikalische Formel lernen, dann lernen Sie die nicht für irgendeinen Test, sondern dann lernen Sie, um den Klimawandel zu verstehen. Und leuchtet das ist alles Motivation. Es ist hochspannend, dem mal wirklich zu folgen. Wir können das an dieser Stelle natürlich nicht so vertiefen, wie man das eigentlich tun müsste. Man kann das auch alles nachlesen. Letzte Frage. Läuft ja darauf hinaus, dass das sehr viel individueller ist, dass man auf die Kinder sehr viel besser eingeht und das leuchtet jedem ein, dass das gut ist. Wer bezahlt das? Also ich glaube, dass die... Frau Künast bezahlt das. Ich wollte nur mal an den Anfang der Sendung erinnern. Wegen der Steuererhöhung. Also, Frau Künast. Ich stehe ja dazu. Frau Künast, Steuererhöhung mag dazu beitragen und ich wünsche da alles Gute. Ich wäre viel radikaler. Also, ich halte es für einen großen Skandal in diesem Land und das ist auch deutlich anders als in vielen anderen Ländern, dass alle das gleiche Kindergeld kriegen. Also, ich finde, ja, dass jemand. Es hat auf jeden Fall keinen Sinn. Herr Lanz, Sie bekommen Kindergeld. Ich weiß es gar nicht. Ja. Sie bekommen das. Das fällt Ihnen gar nicht auf. Ich habe auf jeden Fall ein Kind. Ja, ist klar. Aber Sie haben ja recht. Ich bekomme Kindergeld und natürlich brauche ich kein Kindergeld.
Also jetzt ist es verfassungsrechtlich offensichtlich nicht möglich, das Kindergeld komplett abzuschaffen und nur den Bedürftigen zukommen zu lassen. Aber da könnte man natürlich einen Trick machen und könnte sagen, wir reduzieren das Kindergeld auf 10 Euro, dann ist der Verfassungsgrundsatz garantiert und alle Bedürftigen in den unteren Einkommensschichten, die bekommen Kindergeld und ich bekomme nur diese 10 Euro. Wissen Sie, was für Milliarden da frei werden? Ja.